Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das jetzt so gemacht haben. Ich gehe noch mal wieder hier hin. Das war's, der Bienenmann, Kartoffeln, die Hähnchen, war Professor Nock. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Nein, da rein. Das könnte klappen. Das jetzt so ist. Ja, okay, Quatsch aus. Hey! Psst! Ich habe einen Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Klar. Unter zwei Bedingungen. Erstens kommen wir nur mit, wenn du einen Fluchtplan ausgearbeitet hast. Zweitens musst du irgendwie die Wachen ablenken. Fluchtplan ausarbeiten, Wachen ablenken. Alles klar. Was gibt's zu essen? Heute ist Wünsch dir was Tag. Jeder bekommt das, was er möchte. Oder zumindest das, was unter seinem Namen eingetragen wurde. Die Liste hing seit einer Woche aus. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass damit einige Scherze getrieben wurden. Immerhin ist dies ein Irrenhaus. Na, ich verkriech mich dann mal wieder. So, Pookie hat was gesagt? Mit der Gabel? Beim Bienenmann auf dem Bevor Fuß. Ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Ach, Mann. Aua. Haben wir jetzt einen Plan? Nee. Habt ihr eine Idee, wie ich die Wachen ablenken könnte? Der sicherste Weg ist eine Essensschlacht. Du musst nur irgendwie einen Streit provozieren, ohne selbst mit hineinverwickelt zu werden. Du musst eine Schwachstelle finden. Ich verkriech mich dann mal wieder. Ja, die hab ich ja. Ich hab die ja, aber es geht ja noch nicht. Bevor ich anfange für Unruhe, mit bloßen Händen fasse ich dich. Vielleicht ist es Zeit für rabiatere Maßnahmen. Dann muss ich nochmal. Wo war denn der jetzt? Das weiß ich ja gar nicht mehr. Zu den Typen hier, der in der Zelle sitzt. Zu dem muss ich jetzt. Oh, da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for me, Argentina. The truth is. Hallo? Ist da wer? Ich suche lieber einen anderen Weg. Ja, aber wie? Gehen wir mal raus. Ich habe eine Idee. Ich weiß zwar nicht, ob das klappt, aber wir werden es sehen. Das hat schon mal geklappt. Jetzt muss ich mal hier rein. Komm, lauf schneller. Dann hier hin. Und jetzt könnte ich eigentlich die Treppen hoch. Denke ich jedenfalls mal. Ja, komm schneller. Wo war denn der? Hier war Yuppie. Also ist da Professor Nock gewesen. Es müsste irgendwo hier gewesen sein. Glaube ich jedenfalls mal. Ja, genau hier war er. Reden? Du bist frei. Ah, deswegen wohl auch die offene Tür. Aber freu dich nicht zu früh. Das größte Hindernis steht noch bevor. Was machen wir als nächstes? Wir brauchen ein Vehikel, sonst kommen wir nicht weit. Mann, Mann, Mann.
Generalschlüssel, ein Vehikel. Was als nächstes? Das Perpetuum mobile? Oder das fehlende Glied zwischen Mensch und Affe? Für das Letztere wüsste ich eine Kandidatin. Ich habe den Generalschlüssel. Nun, das hatte ich schon fast vermutet. In dem Augenblick, in dem die Tür aufging. Worauf wartest du noch? Los geht's! Wir brauchen ein Vehikel. Ich warte hier, bis du eins aufgetan hast. Und damit meine ich, wir brauchen wirklich Zugang zu dem Fahrzeug. Ja, genau. Wälz die Knochenarbeit wieder auf das Fußvolk ab. Schlag ruhig weiter Wurzeln. Ich verdufte jetzt. Ja. Okay. Dann müssen wir jetzt wieder raus. Gehen wir mal wieder runter. Ich hoffe, die sind jetzt noch nicht hier unten. Nee, gut. Dann gehen wir mal hier raus. Wir brauchen den hier. Es ist einen Spalt weit offen. Ein Spalt weit offen. Geht's mit Messer? Geht's damit? Ich werde diese Tür zerschlagen! Ich werde... Tu es nicht! Es gibt immer eine kompliziertere Lösung. Du hast recht. Hey, denn das? Stuhlbeinens könne kaputt gehen. Autotürens könne kaputt gehen. Guck, guck. Dann könne kaputte Autotür sage heile Stuhlbeinen. Aufgehen. Mach aufgehen. Ja. Okay. Geht's mit der Gabel? Nee. Mach doch mal das mit der Gabel. Ich habe mal einen Iren gesehen, der ein Auto gegessen hat. Sehe ich aus wie ein Ire? Nö. Nicht wirklich. Kann ich das mit dem Generalschlüssel aufmachen? Das ist kein Autoschlüssel. Oh, ja. Geht das damit? Damit. Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Benutzen. Und nun? Ich kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen. Genau. So, jetzt gehen wir wieder hier rein. Dann dahin. Jetzt gehen wir wieder. Da steht Dr. Nee. Ja, ist in Ordnung. Müssen wir wieder den ablenken. Das geht ja nur mit der Limousine. Wenn's mal machen, wenn das. Wenn die mal dahin gehen würde. Oh oh. Wer war das? So, jetzt gehen wir wieder rein. Und dann zu den Irren wieder. Da hoch. Noch ein Zug. Dann durch diese Tür. Und reden. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Er steht in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort. Ja, okay. Jetzt gehe ich wieder runter. Das ist doch ein Hin und Her. Naja, mal gucken. Da fehlt sowieso noch ein Reifen. Alles ist ja mal egal. Da geh ich schon. So, ist jetzt keiner drin? Da bist du ja schon. Ja, da bin ich.
Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt. Der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik. Aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja. Steckt du das hier könnte uns sicher helfen. Wie clever von dir. Aber soweit ich weiß, braucht man zur Überbrückung eine aufgeladene Energiequelle. Vielleicht sollten wir lieber die Meinung eines Experten einholen. Oh ja. Darf ich auch vorher noch ein Rad klauen? Kann man nicht hier von denen ist irgendwas klauen? Oh. Oh oh. Wer war das? Hauptsache, ich habe erstmal eine Delle neu gemacht. Na egal. Das ist die Küche. Der ist ja immer noch dabei, Essen zu machen. Das könnte. So, jetzt hey! Mal. Psst! Ich habe einen Fluchtplan! Unser Fluchtwagen steht in einer Garage hinter dem Haus. Wir brauchen nur noch eure Hilfe, um einen Reifen zu montieren. Sehr gut. Dann musst du jetzt nur noch die Wachen ablenken. Ich verkriech mich dann mal wieder. So, aber jetzt müsste es gehen. Essensschlacht! Oh oh. Ich hoffe, Hoti und Moti sind da heil rausgekommen. Das hoffe ich auch. So, jetzt gehen wir wieder zu der Garage. Erst gucken wir uns hier mal an. Nee, geht nichts. Gibt nichts. Hey, was wollt ihr denn jetzt gerade machen? Ach so. Seid ihr bereit? Klar. Hast du den Ersatzreifen besorgt? Mann. Soll ich denn jetzt den Ersatzreifen holen? Den kann ich ja nur von hier holen. Aber wie? Oh, Alter. Oh, oh. Wer war das? Kein Schwein. Wo ist denn jetzt eigentlich der Bienenmann? Wir brauchen ja noch Energie. Naja, ist ja der eigentlich der einzigste? Ich gehe da lieber nicht mehr da drin. Okay. Der Energie hat. War das der Bienenmann? Bienenmann, ich glaube ja, das war der Bienenmann. Nee. Alumann, so rum. Ich brauche den Alumann. Aber wo finde ich den jetzt? Bist du da drinne? Ich glaube zwar nicht, aber. Das wusste ich. Jetzt darf ich den suchen. Na, hier auf dem Klo ist er nicht. Sag ich doch. Geh mal da rein. Hier ist er auch nicht. Dann gehen wir wieder hier raus. Alter!